Hallo und herzlich willkommen zu Kochen mit dem DJ. Heute kochen wir mal wieder was Schickes, und zwar Lauch in Schinken gewickelt mit einer Käse-Sahnesoße und dazu ganz normale Salzkartoffeln. Dazu benötigen wir als erstes eine Porree-Stange, dann benötigen wir Butter zum Einfetten der Pfanne und auch für die Kartoffeln. Dann benötigen wir noch Schinken. Ich habe jetzt einfach mal den Kochschinken genommen. Dann brauchen wir einmal Käse, da habe ich mich hier für Gouda entschieden. Dann brauchen wir Sahne, da nehme ich hier am besten Creme Fin. Das ist ein Sahneersatz, der ist aber richtig klasse, weil auch wenn man das Essen am nächsten Tag aufkocht, haben wir nicht Fettrückstände im Essen, sondern haben dann auch wieder die Sahne. Und als letztes brauchen wir noch zweimal Eigelb und natürlich Kartoffeln. Und dann legen wir mal los. So, ich fange mal mit dem Kartoffelschälern an, damit wir die Kartoffeln schon mal geschält haben. Und ganz gut ist auch, wenn man die Kartoffeln dann in einen Topf tut, wo direkt auch Wasser drin ist, damit die keine braunen Flecken bekommen. So, mit den Kartoffeln sind wir jetzt fertig. Als nächstes widmen wir uns dem Hauptgang, denn das ist ja nur die Beilage. So, als nächstes kümmern wir uns um den Porree. Der muss einmal komplett gewaschen werden. Und nach dem Waschen wird einfach hier unten das Ende einmal entfernt, weil das braucht man nicht, das kann man nicht mitessen. Und die äußeren Blätter werden hier entfernt, weil die kann man auch nicht mit benutzen. Die nicht so gut sind für den Rest, schneidet man dann einfach hier oben kurz ab, weil die Stängel sind auch nicht mehr ganz frisch hier oben. Und den Rest können wir dann weiter bearbeiten. So, da der Porree nachher in den Schinken eingewickelt wird, kann man einfach größere Stücke abschneiden. Und die werden dann nachher einfach in den Schinken und mit dem Käse zusammen eingewickelt. So, als nächstes nehmen wir den Porree, füllen einmal heißes Wasser drüber, sodass der Porree hier schön drin schwimmt. Dann stellen wir das Ganze einmal an, dass das kocht, und fügen noch ein bisschen Salz hinzu, weil wir benötigen ja Salzwasser. Und das Ganze stellen wir natürlich mal auf 10 Minuten. Und sobald das Wasser kocht, können wir den Porree 10 Minuten köcheln lassen. In der Zwischenzeit, wo der Porree kocht, können wir schon mal auf Ober- und Unterhitze stellen und das Ganze auf 200 Grad vorheizen. Nun kümmern wir uns auch gleichzeitig noch um den Schinken und um den Käse. Das wird nämlich nachher alles ineinander eingewickelt. Und den Schinken, den können wir einfach einmal komplett halbieren. Und den Käse, den schneiden wir einfach in ungefähr die gleichen Stücke wie den Schinken. Wenn wir das hier abmessen, reicht das auch, wenn wir das einfach einmal halbieren. Vorher schneide ich aber noch den Rand hier ab, denn den brauchen wir nicht. Es gibt auch Käsesorten, wo man den Rand mitessen kann, aber hier bei dem Gouda, denke ich mal, ist das nicht so prickelnd, wenn man hier noch die Randstücken mit drin hat. Das Wasser kocht, der Porree ist fast fertig und wir kümmern uns hier schon mal um die Käse-Sahnesoße. Also eher gesagt um die Sahnesoße, der Käse ist ja dann mit dem Überbackenen drin. Macht
packen wir erstmal die Sahne rein. Ich nehme extra ein bisschen mehr, weil ich liebe Soßen. Und wenn da zu wenig drin ist, dann schmeckt mir das nicht so. Also wir haben jetzt hier die Sahne. Dann würzen wir das Ganze mit ein bisschen Pfeffer. Eine Prise Salz. Und Eigelb. Dafür müssen wir die Eier einmal trennen. Der Porree ist jetzt fertig gegart, 10 Minuten sind um. Das Wasser ist jetzt abgegossen und nun nehmen wir einfach die Porree-Stangen, legen die hier auf ganz normales Küchenpapier, können die hier noch ein bisschen entfalten. Man merkt schon, dass es hier richtig heiß ist. Dann nehmen wir mal ein Küchenpapier, lege das oben drauf und dann können wir es einfach mal ein bisschen trocken tupfen. Damit auch alles schön eingefettet ist, nehmen wir jetzt einfach hier mal so ein dickes Stück Butter oder Butterschmalz, was ich hier in dem Fall benutze, und fetten einmal die komplette Auflaufform von allen Seiten ein. So, jetzt haben wir hier schon alles vorbereitet. Wir nehmen jetzt einfach hier immer eine Schinkenscheibe, legen da ein bisschen Porree rein und obendrein noch eine Scheibe Käse. Und dann rollen wir das Ganze einfach hier, machen wir das mal so rum, rollen das mal zusammen und legen das dann in die Auflaufform. Und das machen wir jetzt mit dem Rest auch. So, jetzt verzwirbeln wir das nochmal hier schön, dass auch alles nochmal gut gemischt ist. Das ist jetzt die Sahnesoße für den Käse. Ein wenig alles versauen, legen wir das Besteck, das Werkzeug einfach ab. So, wir können jetzt die Sahnesoße hier oben gut drüber verteilen. Und durch das Eigelb, was da drin ist, stockt das Ganze nachher. Und dann haben wir hier noch den restlichen Käse, den wir übrig haben. Den können wir nur noch halbieren und hier oben ein bisschen drauf verteilen. Dann wird der oben auch schön kross. So. So, jetzt kommt das Ganze hier noch schön in den Ofen. Für 20 Minuten auf der mittleren Schiene. Die Uhr läuft. Und in der Zwischenzeit können wir das Kartoffelwasser ansetzen, denn die Kartoffeln brauchen ja nur 15 Minuten. Und dann ist das Gleiche fertig, also gleichzeitig fertig. Und dann können wir loslegen mit dem Anrichten und Essen. So, da haben wir es nun. Sieht nicht so wie im Kochbuch aus. Ist ja auch kein Kochbuchrezept. Und ich hätte wohl ein bisschen mehr Eier nehmen sollen, denn die Sahne ist nicht ganz gestockt. Naja, guten Appetit und wer will, kann es nachkochen.